hatte verloren in Innsbruck. Vorwärts Steyr hingegen hatte mit sehr viel Kampfgeist bei Rapid beim 1:1 im Hanapi-Stadion beeindruckt und mit Torhüter Manfred Trost auch den Spieler der Runde gestellt. Bei der Austria vertraute man daher vor allem auf die Durchschlagskraft von Andreas Ogris, der nach seiner Verletzung wieder dabei war. Gemächlich und gelöst wie hier Ogris versucht die Austria die Menschenmauer von Steyr nicht nur bei Freistößen zu überwinden und es dauert 20 Minuten lang. Ekbal Nabekovas, der Ball fliegt sehr lange und Hasenhüttl ist der längste. 1:0 für die Austria, Hasenhüttls viertes Saisontor. Er findet hier die beste Steighilfe und Torhüter Trost schaut zu. Dann kommt auch die Sonne und mit ihr endlich Spielfreude der Austrianer. Chuck auf Stöger, auf Prosenik, auf Nabekovas, noch einmal Prosenik und 2:0. So einfach ist das. Solch tolle Aktionen hatten im Hausstadion in der ersten Spielhälfte aber eher seltenheitswert. Und selten allein gelassen dann Madlener. Er spielt aber gemütlich zurück zu Markus Felbermeier. Und plötzlich steht es nur noch 2:1. Manfred Schack, wie wir gleich sehen werden, duckt sich hier weg. Vielleicht zu überraschend für Wohlfahrt und überraschend der Anschlusstreffer. In der zweiten Spielhälfte aber noch 2 Austria-Tore. Zunächst Flanke von Narbekovas. Und Ralf Hasenhüttl, die zweite, er hat seinen linken Fuß am rechten Fleck, somit sein 5. Saisontor. Und kurz vor Schluss fällt dann auch noch das 4:1 für die Wiener Austria. Der Mann aus den Niederlanden als Solist für Austria, Eric Ory, beendet eine doch klare Angelegenheit für den Tabellenführer. Das ist das 4:1 und der Endstand. Ja, Totospiel 4, also 4:1, Tipp 1 und die Austria hat die Chance gewahrt, an der Spitze zu bleiben.